In diesem Video zeige ich die geologische Unterwelt in der Vulkaneifel. Wir betreten den Marsstollen in Ulmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und Unterwegs. Es sind gleich zwei ehemalige Vulkane, die die Stadt Ulmen in der Eifel zu bieten hat. Links sieht man den heutigen Jungferweiher. Bei ihm handelt es sich um ein ehemaliges Trockenmaar, das in den 1940er Jahren zum See aufgestaut wurde. Direkt an ihn grenzt das Ulmener Maar. Getrennt werden beide eigentlich nur von der Autobahn A48. Das Ulmener Maar liegt in einem so typischen Maarkessel und ruht malerisch am Rande der Kleinstadt. Dies ist mit rund 10.000 Jahren das jüngste deutsche Maar. Auf dem Maarberg thront eine alte Burgruine. Beide Maare sind unterirdisch durch den Maarstollen miteinander verbunden. Im Jahre 2023 wurde der Ulmener Maarstollen wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Direkt neben der heutigen Autobahn verlief früher einmal die Eifelbahn mit ihren Zügen. Die Gleise sind noch heute eine stille Erinnerung an diese vergangene Zeit. Hier gibt es mehrere Parkplätze, an denen man sein Auto abstellen kann, um in den Stollen hineinzugehen. Der Weg wie auch der Stollen sind barrierefrei erreichbar. Man geht vorbei an den Ausläufern des Jungferweihers. Nun erreicht man den Eingang des Stollens und blickt hinein in die langgezogene Dunkelheit. Der Eingangsbereich ist aufwendig gestaltet und die Wände mit einem modernen Graffiti ausgestattet. Mit diesen Grafiken soll die Entstehung des Maars visualisiert werden. Hier traf Wasser auf die heiße Magma des Vulkans, es kam zu einer riesigen Explosion und in dessen Folge entstand das Maar. Aber warum gibt es hier überhaupt einen Stollen? Hierzu müssen wir ins Mittelalter zurückgehen. In der Nähe von Ulmen gab es im Mittelalter viele Wassermühlen. Eine Mühle ist auf Flüsse und Bäche angewiesen. Hier in der Eifel wurden besonders während des 11. und 12. Jahrhunderts zahlreiche Mühlen gebaut. Die hier wasserbetriebenen Mühlen waren wegen des Wasserreichtums der Eifel wirtschaftlich besonders interessant. Südlich von Ulmen sollten die Mühlen am Ulmener Bach zuverlässig betrieben werden können. Aus diesem Grund sollte diesem Bach zusätzlich Wasser zugeleitet werden. Hierzu wurden zwei Stollen gegraben, um das Einzugsgebiet des Baches vergrößern zu können. Einer entstand unterhalb der Ulmener Burg und führte vom Maarsee bis zum Ulmener Bach. Heute kennt man ihn als südlicher Stollen. Das größere Einzugsgebiet aber lag am Jungferweiher. Also grub man einen zweiten Stollen, den Ulmener Maarstollen. Er ist 130 Meter lang und bis zu 4 Meter hoch. Noch heute fließt hier Wasser durch den Stollen durch. Die Wasserversorgung der Ulmener Mühlen wurde durch diesen Stollen enorm verbessert. Aber es geht in diesem Stollen nicht nur um diese wirtschaftliche Nutzung. Der Vulkanismus der Region ist hier unten allgegenwärtig. Mehrere Meter des vulkanischen Lockergesteins wurden ringförmig vom Ulmener Maarvulkan um den Maartrichter abgelagert. Je näher man dem Ulmener Maar kommt, umso mächtiger werden diese Ablagerungen. Der Ausbruch des Vulkans in Ulmen war kein einzelnes Ereignis. Hier gab es mehrere Ausbrüche und jeder einzelne hat seine eigene Schicht abgelagert. Etwa in der Hälfte des Maarstollens kann man diese Gesteinsschichten besonders eindrucksvoll sehen. Man sieht an den Wänden einen Querschnitt durch den Hangschutt, der bei den Ausbrüchen entstanden ist. Diese Schicht überdeckte alle normalen Gesteinsschichten, die sich hier besonders während der letzten Eiszeit angesammelt haben. Dazu zählt unter anderem eine Schicht Löss, ein sehr feines Sediment, das durch den Wind in der letzten Kaltzeit hierhin transportiert wurde. Nach vielen einzelnen Vulkanausbrüchen füllte sich der Ulmener Maarkrater schließlich mit Niederschlags- und Grundwasser. Typisch für das Aussehen des Maars ist die in die Landoberfläche eingesenkte hohle Form. Das Ulmener Maar ist 37 Meter tief. Wenn man das Ende des Stollens erreicht hat, sieht man aber auch ganz deutlich das Wasser, das durch den Stollen ins Maar geleitet wird. Im Stollen selber ist es nach den abgeschlossenen Renovierungen nicht mehr wirklich wahrnehmbar. Plötzlich steht man hier mitten im Trichter des Maares und hat auf einmal eine ganz andere Umgebung vor sich. Um dieses Maar hat sich heute die Kleinstadt Ulmen erschlossen und man könnte beim Vorbeifahren auf der Autobahn sehr leicht die Schönheit dieser Stadt und der Region übersehen. Wie gut, dass man jetzt mit dem Stollen eine zusätzliche Möglichkeit hat, die Besonderheit dieser Region erleben zu können. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus der Eifel-Mosel-Region interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.